der zweiten Folge von Audio Can Ask. Wir haben Erika Steinbach zu Gast. Wir sind hier im Bundestagsgebäude, im Verwaltungsgebäude, wo jeder Bundestagsabgeordnete sein Büro hat. Und wir gehen jetzt direkt zu Frau Steinbach ins Büro. Klopfen mal, ob sie da ist. Hallo, Frau Steinbach. Ja, hallo. Kommen Sie herein, treten Sie näher. Wir möchten Sie alles fragen. Alles, alles, was Sie wollen, was auf dem Herzen liegt. Na, mal los. So, dann haben wir es jetzt. Stellen Sie Ihre Frage da auch rein, jetzt tippen Sie die rein, Ihre Fragen. Ich tippe keine Fragen. Nein, Sie tippen keine Fragen. Ich habe die jetzt gerade aufgelistet. Ja, ja. Und ich tippe aber meine Antworten hier rein. Nee, nee, die Antworten, die besprechen wir jetzt. Aha. Ja, also Sie brauchen das Prinzip erstmal... Das brauche ich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Brille zuklappen. Ja. Also, gut. Ich hab die ja geordnet, also die kamen ja dann auch mal wild rein. Ja, ja, ich habe so die Gewichte nach Beliebtheit, okay. Das ist ja das Ziel. Mhm. Und in Themen. Zielo auf. Ja, was wird? Konzentriert. Jetzt. Also, dann fangen wir mal an. Mhm. Ah, Sie haben den Friedensengel. Genug. Mit Gegenlicht jetzt. Oh, ist nicht so schlimm. Das ist nur so ein Kontrollshot, ja. Wie man so schön sagt. Ja, schön. Also, auf die Plätze, fertig, los. Dann machen wir doch mal so eine Klappe, bitte. Eine Klappe? In die Hauptkamera. Nee. Okay. Geht los. Okay. Na, Frau Steinbach. Grüß Gott. Ich bin jetzt, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt im Bundestag und gleich bei dir. Mhm. Du hast es gerade ein bisschen beschrieben, wie das hier aussieht. Wie kann sich das der gemeine Zuschauer vorstellen? Also sein eigenes Büro gestaltet man so aus, dass man sich wohlfühlt. Hm. Und dazu brauche ich Dinge, die ich gerne mag. Dazu gehört mein Mann natürlich an der Wand da drüben. Dazu gehören die Noten. Ich war ja mal Geigerin, habe im Sinfonieorchester gespielt. Wann war das? Das war so, bis ich Stadtverordnete wurde. Bis Ende der 70er Jahre habe ich ganz aktiv im Orchester gespielt. Und ich hab gelernt, dann hat es irgendwie medizinisch... Ja, mein Finger ist krumm und hat sich immer entzündet. Und dann wurde ich Informatikerin. Ja, ja. Das haben Sie studiert. Ja, ich bin Diplom-Verwaltungswirtin und dann eine Spezialausbildung Informatik. War zuständig für die Automatisierung der hessischen Bibliotheken. Hm. Ja. Und deshalb wird die Begeisterung für Technik und neue Medien? Ja, also mich hat alles, was Naturwissenschaften anbelangt, Physik, Chemie, Biologie und Technik interessiert, immer. Oh. Ja. Okay, na gut, da kommen wir ja. Ja, mein Vater ist Elektroingenieur, vielleicht daher dann auch. Gut, aber wir sind erstmal hier die Fragen der, der Nutzer. Wir sind ja bei All You Can Ask und das Konzept ist ja, dass die... Nicht All You Can Eat. Darauf ist es ein bisschen basiert, ja. So, ich mach das mal hier. So.